Willkommen zu den Kettlebell Secrets. Schön, dass ihr dabei seid. Also, bevor wir loslegen, Freunde, let's focus. Für die nächsten 60 Minuten möchten wir uns ein bisschen konzentrieren. Ihr seid erwachsene Menschen. Ihr könnt selbst entscheiden, was ihr mit eurer Zeit macht. Das ist einfach so ein bisschen Housekeeping. Wir möchten alles, was uns jetzt ablenken kann, auf die Seite schieben, damit wir uns richtig gut konzentrieren können. Das ist die Idee. Okay, ihr seid hier wegen den Kettlebell Secrets, richtig? Seid ihr hier wegen den Secrets, wegen den Geheimnissen? Und ich kann euch etwas sagen. Das sind nur drei. Wenn ich mal unser Kurswesen durchgehe, was wir jetzt alles gestartet haben mit unserer Online Kettlebell Academy, und jetzt ruft jemand an. Darf ich kurz? Eine Sekunde. Das ist, wenn es live ist. Eine Sekunde. Lebe stark Personal Training, Jamaili. Hey Dennis. Dennis, ich bin gerade in einem Coaching. Darf ich dir zuglüten? Ist das gut? Auf die Nummer, gell? Gut, danke dir. Ciao, Dennis. Tschüss. Ist live. Wir möchten alle bedienen, Freunde. Wie cool ist das denn? Okay, also die Secrets, gell? Ihr seid wegen den Geheimnissen hier. Und wir haben festgestellt, liebe Freunde, dass es nicht nur drei Geheimnisse gibt, sondern es gibt wirklich sehr viele Secrets. Und das sind einfach die ersten drei, die wir jetzt miteinander anschauen möchten. Und falls ihr wirklich Bock habt, noch mehr von diesen Secrets zu erfahren, dann schaut einfach immer bei unseren Webinars vorbei oder ihr könnt natürlich dann unser Kurswesen noch anschauen und dort könnt ihr einfach unglaublich viel über die Kettlebell lernen. Okay, Secret Number One, diese Atmung verleiht dir mehr Power. Und diese Atmung wird dein Kettlebell-Training wirklich revolutionieren. Sie wird dir einiges mitgeben und mitbringen. Das schauen wir mal ganz genau ein. Secret Number One. Dann haben wir Secret Number Two, der simple Trick beim Kettlebell-Swing. Du kannst herausfinden, wie du den Swing perfektionieren kannst, weil wir haben immer wieder das gleiche Erlebnis mit unseren Members und mit Anfängern. Die machen immer wieder ein bisschen den gleichen Fehler. Das schauen wir an. Und dann Secret Number Three, die einfachste Workout-Methode. Du entdeckst jetzt eine Workout-Methode, die dir das Training einfach viel einfacher macht, ist auch unsere Erfahrung. Habt ihr Bock zu starten? Seid ihr ready? Schreibt es in die Comments. Ja. Und dann gehen wir nämlich weiter. Wir haben ein paar Kernpunkte, okay? Wir möchten einfach, dass ihr seht, dass wir hier etwas Wissen für euch vorbereitet haben. Alle Informationen, die du erhältst, okay, stammen direkt aus unserer Academy. Und das ist eben das Coole daran. Die Academy ist einfach unser Online-Kettlebell-Kurswesen, das wir in der Krisenzeit aufgebaut haben. Wir haben jetzt eine kleine Vorstellung, da sind wir jetzt bereits dran. Da haben wir circa 5 bis maximal 10 Minuten. Dann tauchen wir ab in die Kettlebell Secrets, da widmen wir 30 Minuten. Dann haben wir unser Kursangebot und das ist ganz wichtig. Ihr, die jetzt live dabei seid, ihr profitiert von einem einmaligen Angebot, das nur ihr jetzt hier drin habt. Wenn du das jetzt im Replay nachher schaust, weil das Webinar wird als Replay verfügbar sein, und du jetzt das als Replay schaust, dann hast du auch ein super Angebot. Aber natürlich, die, die jetzt live dabei sind, haben noch das Bessere. Das ist schön, wenn man live dabei ist. Und dann haben wir noch eine Q&A am Ende, die circa 5 bis 10 Minuten dauert. Also unbedingt bis zum Ende bleiben, damit ihr unser cooles Angebot, damit ihr das sehen könnt. Weil das ist wirklich das, was wir hier jetzt ansprechen. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, Freunde. Wir tauchen in der Academy so tief ab, das ist einfach unglaublich. Jetzt bei den Q&As. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es direkt in die Comments. In Comments. Ich bin nicht auf YouTube, wir sind jetzt hier auf Zoom. Gell? Schreibt es in den Chat, weil wir möchten im Chat gerne dann die Fragen am Ende beantworten. Also ihr müsst nicht im Kopf behalten und warten, bis die Q&A kommt. Die kommt nämlich ganz am Ende. Ihr schreibt es einfach in die Comments und dann nehme ich mir die Zeit, um diese zu beantworten. Okay? Jetzt noch ein bisschen Housekeeping, immer noch in der Vorstellung. Wer und was ist Lebe stark? Und eine Frage, die du dir vielleicht stellst, hast du dir diese Frage gestellt? Ja, ich hoffe es nämlich. Sind wir qualifiziert genug, um dir effizient und nachhaltig helfen zu können? Das ist eine legitime Frage, die du dir stellen kannst, wenn du kritisches Denken anwendest. Und in der heutigen Zeit auf YouTube, Social Media und so weiter und so fort, ist es sehr wichtig, dass du kritisch denkst. Ist die Person, die jetzt gerade mit mir quatscht und mit mir spricht, qualifiziert genug, um dir helfen zu können? Und da möchte ich hier gerne ein bisschen, beruhigen. Wir wurden zertifiziert von der Kettlebell-Legende Steve Cotter. Jetzt, wenn du dich
ganz neu mit der Kettlebell angefreundet hast, dann kennst du Steve vielleicht noch nicht. Wenn du ein bisschen länger dabei bist, dann kennst du vielleicht Steve. Steve ist eine Legende. Die IKFF ist die International Kettlebell and Fitness Federation. Das ist Angie links im Bild. Das ist Steve im Bild. Und das bin ich hier, okay? Wir haben Steve bei uns im Erdlebestark in Romanzon. Wir haben ihn eingeladen, wir haben ihn einfliegen lassen und er hat mit uns ein Wochenende-Seminar gemacht mit Angie und mir. Und wir haben uns beide zertifizieren lassen über das Certified Kettlebell Teacher Level 1 und Certified Kettlebell Teacher Level 2. Und da gibt es eine kleine Story, die möchte ich jedes Mal erklären. Ich habe die schon so viel Mal erklärt oder erzählt und ich werde ja einfach nicht müde. Beim CKT2 gibt es einen Fitness-Test. Der Fitness-Test ist, den müssen wir abschließen hier, 40 Jerks mit 220 Kettlebells, ja, 220 Kilogramm Kettlebells und 100 Snatches. Und ich habe die Jerks fast nicht bestanden. Angie, nur weil Angie und Steve mich gepusht haben, habe ich es geschafft, weil bei Rep 37 oder 36 habe ich gemerkt, und ich kann es heute noch kaum glauben, wie ich das geschafft habe, weil die Technik damals war nicht so gut wie heute. Bei Rep 37 bin ich fast umgefallen, weil ich habe die Balance verloren. Und dann hat Steve gesagt, no count. Und no count heißt, der Rap hat nicht gezählt. Und ich kann mich erinnern, wie ich gesagt habe, Fah! Und ich bin fast durchgedreht. Und Steve hat mich dann beruhigt. Er hat gesagt, stay calm, quick feet, fast legs. Und Angie nimmt dran, komm, du schaffst es, Schatzi, let's go. Und dann konnte ich es dann noch bewerkstelligen. Und die 100 Snatches waren dann easy. Aber ey, Mann, ich habe heute noch Albträume davon. Dann, was für Hürden hatte ich als Anfänger? Vielleicht kennst du das ein bisschen. Vielleicht kannst du dich damit ein bisschen identifizieren. Und zwar, meine ersten Hürden waren, und die größten auch, ich hatte Angst vor der Ballistik, weil die Kettlebell ist ein ballistisches Trainingselement. Okay, also dadurch, aufgrund ihrer Machart ist sie für ballistische Übungen geschaffen. Dann hatte ich Schmerzen im unteren Rücken aufgrund dem Swing. Ich habe es nicht schön ausgeführt. Ich hatte Schmerzen im Unterarm, weil beim Crane hat es immer geklatscht und die Kettlebell fühlt sich im Fremdkörper an. Und ich wusste, ich muss die Technik vom Meister erlernen. Und das haben wir dann getan, als Steve bei uns war. Und ich konnte dann wirklich mich transformieren. Ich habe keine Angst mehr vor der Ballistik. Im Gegenteil, ich freue mich auf das Schwungelement von der Kettlebell. Ich habe keine Schmerzen mehr im unteren Rücken. Ich habe die komplett weggebracht. Nicht nur wegen dem Swing, auch allgemein ein bisschen ein Ziehen im unteren Rücken. Durch die Kettlebell ist es weg. Ich habe keine Schmerzen mehr im Unterarm, weil ich beim Clean jetzt eine saubere Hand Insertion hinbringe. Ich kann die Kettlebell jetzt schön aufsetzen. Ich verschmelze mit der Kettlebell. Ich schaffe mittlerweile nicht mehr mit viel Aufwand ein 24 Kilogramm Workout, also mit der 24 Kilo Kettlebell, das IKFF Workout, das du machen musst. Das ist ein Fitness-Test für den Master-Level-Test, den du bestehen musst. Das schaffe ich mit der 24er ohne Mühe jetzt. Ich trainiere mittlerweile auch mit 28 und 32er Kilogramm Kettlebell und ich habe kürzlich ein 40-Minuten-Workout am See gemacht. Okay, also 20 Minuten Clean and Press, 10 links, 10 rechts und 20 Minuten Snatch, 10 links, 10 rechts. Und jetzt mein nächstes Ziel ist der Marathon. Und wieso ich das sage? Du kannst das auch. Jetzt hast du vielleicht die Hürden gesehen und hast gemerkt, ich erkenne mich da ein bisschen. Glaub mir von Herzen, wenn ich dir sage, du kannst deine Technik revolutionieren und das nächste Level erreichen. Bei mir war dieser Moment, als Steve bei uns war. Und jetzt ist vielleicht dieser Schlüsselmoment, vielleicht jetzt für dich, wenn wir dir die Technik, die russische Trainingstechnik weitergeben können. Okay, tauchen wir ab in die Secrets. Habt ihr Bock? Seid ihr ready? Ich würde meinen, wir starten jetzt mal mit dem ersten Secret, die perfekte Atmung. Jetzt wird es auch ein bisschen praktisch, okay? Also zuerst haben wir noch ein bisschen Theorie, weil das ist vielleicht auch ein Grund, okay, wieso er jetzt natürlich, also das ist natürlich wahrscheinlich der Hauptgrund, wieso ich angemeldet habe. Was ist denn das für eine sogenannte Atmung? Jetzt bevor wir uns mit der Atmung, eigentlich mit der Atmung selbst beschäftigen, möchten wir gerne kurz schauen, für was die Energiebereitstellung da ist, die sogenannte Zellatmung. Jetzt, wir möchten nicht zu tief abtauchen, okay, das wird jetzt kein Biologieunterricht, aber wir möchten ein paar Basics anschauen. Jetzt, wenn du deine Muskulatur bewegen möchtest, benötigst du ATP, Adenosintriphosphat, okay? Das ist die sogenannte Währung des Körpers. Für jede Bewegung, die wir ausführen, müssen wir bezahlen und wir bezahlen in Form von ATP. Was bedeutet? Erster Satz, die Muskulatur benötigt ATP, damit wir sie bewegen können. Okay?
Jetzt die ATP-Produktion benötigt Sauerstoff. Das bedeutet, wir brauchen genug Sauerstoff, damit wir ATP herstellen können, damit wir die Muskulatur bewegen können. Okay? Könnt ihr mir folgen? Okay? Könnt ihr folgen? Ist nicht so komplex, gell? Dann, wenn wir trainieren, ist auch klar, gell? Wir bewegen unsere Muskulatur mehr als üblich. Wenn ich mit der Kettlebell 20 Minuten trainiere, Clean and Press, dann bewege ich die Muskulatur viel mehr, als wenn ich jetzt einfach nur einen Schreiber vom Boden aufheben muss. Das ist auch klar, gell? Jetzt, diese erhöhte Beanspruchung verlangt mehr ATP. Also, weil wir trainieren, benötigen wir mehr ATP. Und mehr ATP verlangt nach mehr Sauerstoff. Und hier kommt diese tolle Technik, das sogenannte Power Breathing. Das Power Breathing ist wie eine Pumpfunktion. Sehr interessant. Die Lunge und das Zwerchfell agieren nämlich wie eine Pumpe und das ermöglicht uns das gleichzeitige Ausatmen und Einatmen von verbrauchter bzw. neuer Luft. Das heißt, wenn wir dieses Power Breathing anwenden, dann ballern wir die schlechte Luft raus und nehmen die gute Luft rein. Das heißt, wir haben eine erhöhte Luftzirkulation und je nachdem, welche Übung du machst, ist es wirklich sehr wichtig, dass diese Luftzirkulation gewährleistet wird. Das heißt, wir haben auch eine verbesserte Energiebereitstellung und hier kommt noch etwas ganz Interessantes ganz unten. Wir haben einen sogenannten Rhythmus und dieser Rhythmus ist vielleicht, wenn du schon joggen warst, vielleicht hast du auch schon vom sogenannten Runner's High gehört, okay? Das Runner's High, das findet dann statt, wenn du den perfekten Pace erreichst und dann hast du das Gefühl, du kannst unendlich laufen oder unendlich rennen. Okay, die schon mal joggen waren, die kennen das vielleicht. Jetzt beim Kettlebell ist es ähnlich. Du entwickelst irgendwann so einen Pace, wo du glaubst, hey, jetzt könnte ich eigentlich unendlich mit der Kettlebell trainieren. Und um diesen Pace zu finden, benötigen wir ein sogenanntes Metronom. Ein Metronom ist ein Takt, okay, damit du ganz genau weißt, in welcher Energieversorgung du bist. Wenn der Takt dieses Tempo hat und du weißt, okay, in diesem Tempo kann ich gut trainieren und jetzt wird der Takt schneller, dann merkst du, okay, jetzt tappe ich langsam in die Reserven. Für das ist das Power Breathing auch hier. Und jetzt gibt es ein bisschen Praxis, okay? Seid ihr noch hier? Ich hoffe, ihr seid hier. Wir switchen jetzt nämlich. Jetzt solltet ihr mich wieder sehen, gell? Könnt ihr mich sehen, Freunde? Very nice. Und ich möchte noch ganz kurz schauen. Ja, sind alle immer noch drin. Very nice. Ja, cool. Okay, jetzt switchen wir nämlich. Ich gehe jetzt, switche hier zur nächsten Kamera. Okay, Bildschirm reingeben. Boom. Und jetzt solltet ihr mich hier vorne sehen können, gell? Achtung, ich transition jetzt. Okay, jetzt alles ein bisschen auf die Seite legen. Und wir möchten jetzt das kurz mal anschauen zusammen, okay? Power Breathing, was bedeutet das? Jetzt mach Folgendes mit mir. Nimm deine Hände und setz die Hände auf den Rumpf, okay? Jetzt atmen wir ein. Durch den Mund und atmen aus. Nochmals einatmen. Ausatmen. Spürst du die Kontraktion und die Bewegung in deinem Rumpf? Spürst du das? Lunge, Zwerchfell, die gehen auf und zu. Spürst du die Bewegung, gell? Cool. Das ist die normale Atmung. Jetzt schauen wir das Power Breathing an. Power Breathing ist eine Stoßatmung, die um einiges schneller geht. Also wir sind nicht mehr so langsam, sondern jetzt, ich halte hier meinen Bauch fest. Du kannst das zuschauen. Ich bin kurz vor dem Spucken, das sagen wir jedes Mal, weil es ist wirklich kurz vor Pö, okay? Stell dir vor, du möchtest richtig stark Kerzen ausblasen. Dann machst du nicht, sondern du nutzt einiges mehr an Druck. Machen wir das jetzt gemeinsam. Hände auf den Bauch. Und was du jetzt spüren solltest, ist eine sehr intensive Kontraktion von deinem Rumpf. Bist du ready? Let's go. Und stopp. Wenn ein bisschen dizzy ist, wenn ein bisschen schwindig ist, ganz normal, weil jetzt viel Luft reinkommt. Jetzt
Du möchtest dich wirklich trauen, wirklich stark atmen. Es ist nicht das hier. Weil ich spüre ja gar nichts, sondern es ist wirklich sehr stark. Okay? Das Power Breathing führt dazu, dass du ein Pacing erstens einmal hast, diesen Rhythmus, und wir haben eine verbesserte Energiebereitstellung. Jetzt schau dir mal an, wie das aussieht, wenn ich einen Clean and Press mache und wie sich's anhört. Okay? Natürlich muss man dann wissen, wo man wie genau atmen muss, also zu welcher Ausführung. Da tauchst du dann, wenn du Bock hast, im Kurs, in der Academy noch ein bisschen tiefer ab. Aber was du siehst, ist, es ist ein Pace, okay? Das heißt, ich weiß jetzt ganz genau, wenn ich diesen Pace habe, okay, dann weiß ich, ich kann es locker halten. Jetzt achte mal darauf. Okay, und das ist eigentlich ähnlich wie bei einem Athleten, der weiß, wenn jetzt meine Atmung schneller wird, mein Power Breathing ist wie das Metronom, wo ich weiß, ich gehe jetzt in die Reserven. Okay? Okay, liebe Freunde, wir switchen wieder zurück. Switchen wir zurück, weil wir tauchen ab in das nächste Geheimnis. Und ich hole euch hier wieder zurück. Cool. Bringt es euch bis jetzt etwas? Habt ihr Bock? Seid ihr noch dabei? Very, very nice. Lass es mich wissen, Freunde. Dann switchen wir jetzt zurück in die Keynote. Boom. Okay. Also, dann gehen wir ein bisschen weiter. Jetzt Secret Nummer 2. Der Trick beim Kettlebell Swing. Jetzt, dieser simple Trick ist sehr, sehr wichtig, weil wir möchten darauf achten, dass wir beim Swing mit der Hüfte arbeiten und nicht mit den Armen. Gehen wir mal kurz die Phasen durch. Wir brechen die komplexen Übungen immer in ihre Phasen auf, damit wir dann richtig genau herausfinden können, wo der Fehler liegt. Okay? Also hier seht ihr, das ist die erste Übung. Und ich springe mal hier mal kurz hoch, weil ich möchte ja gerne diesen kleinen Spotlight. Boom. Okay, das sieht man gut, gell? Also Hinge Ready Face. Die Hüfte ist hier in der Hinge, Knie sind leicht angewinkelt und die Kettlebell ca. einen halben Meter von mir entfernt. Das ist die sogenannte Hinge Ready Face. Die Hüfte laden wir, sind ready für den Swing. Dann, boom, geht es los. Der Backswing. Ich ziehe die Kettlebell zu meinem Körper. Ich spüre jetzt meinen gesamten Arm am Körper, also nicht nur der Oberarm, sondern auch der Unterarm. Den Unterarm hier, den spüre ich beim inneren Bereich meiner Hüfte und der rechts von meinem Arm ist richtig tight an meinem Rumpf, okay? Backswing. Hier verbinde ich auch, diese Verbindung ist sehr wichtig, dass du den Arm erwischst. Boom, dann kommt die Hip Extension und der Arm verliert jetzt die Verbindung, die sogenannte Arm Disconnection. Dann kommt die Handover-Phase. Ich übergebe die Kettlebell und ich achte darauf, dass die Kettlebell nach unten zeigt. Die Kugel schaut nach unten. Der Handle schaut zu mir, damit ich so wenig Drehmoment wie möglich generiere, wenn ich die Kettlebell in der Handover-Phase habe. Weil wenn die Kettlebell hier rumwedelt, dann spricht das immer in meinem Unterarm. Dann haben wir die Amortisationsphase. Die Kettlebell fällt. Und das ist eine der wichtigsten Phasen, die Anfänger lernen möchten. Siehst du, wie lange ich gestreckt bleibe, bis der Arm komplett reconnected, okay? Bis der Arm wieder diese Verbindung in meinem Körper herstellt. Das ist so unglaublich wichtig. Wenn diese Herstellung, diese Arm-Reconnection nicht stattfindet, spürst du alles im Rücken. Das heißt, es gibt ein ganz gutes Cue, das wir auch immer den Anfängern mitgeben. Und das heißt, maximiere die Zeit, wo der Arm Kontakt hat mit dem Körper und minimiere die Zeit, wo der Arm Kontakt verliert mit dem Körper. Okay? Und dann haben wir die letzte Phase, ist dann natürlich die Backswing Phase. Jetzt hier, es ist so wichtig und wir wollen das kurz miteinander durchschauen. Dieses Cue habe ich gerade erwähnt. Jetzt wollen wir das mal kurz miteinander anschauen. Wenn die Amortisationsphase, wenn die kommt,
musst du dir das anhören und dir wirklich verwirklichen, vorstellen. Die Kettlebell fällt durch die Schwerkraft von selbst und wir folgen ihr. Das ist so wichtig. Wir müssen an der Kettlebell nichts rumziehen. Wir müssen sie nicht, wir müssen gar nichts machen. Wir müssen nicht an dem Handgelenk irgendwelche Muskeln anspannen, auch im Unterarm nicht, gar nichts. Gravity is doing its thing, sagen wir. Die Schwerkraft macht ihr Ding. Dabei stellen wir sicher, dass wir unsere Hüften nach vorne schieben, um den Abstand zum Arm zu verkürzen und so schnell wie möglich wieder herzustellen. Das heißt, wenn die Kettlebell fällt, wir schauen das praktisch nachher gleich an, dann möchte ich die Hüfte nach vorne schieben. Aufpassen, ich möchte die Hüfte nicht zu extrem nach vorne schieben, ist auch nicht die Idee, sondern ich möchte einfach diese Armverbindung so schnell wie möglich herstellen, damit ich das Gewicht auf meinem Rumpf aufsetzen kann, beziehungsweise meinen Arm. Jetzt wird es interessant. Erst wenn der Arm Kontakt mit Rumpf und Hüfte findet, können wir ihn damit absetzen und zugleich, wir sagen ihm, skeletalen Support gewährleisten. Okay? Danach gehen wir in die finale Phase. Das wichtigste Cue kommt hier zum Greifen und das schauen wir jetzt gleich nochmals an. Weil wenn dieser skeletale Support ist, wenn der Arm fällt und der Arm fällt in die Hüfte rein, dann habe ich mein Becken. Das heißt, das Gewicht fällt in meine Hüfte, in mein Beckenknochen und dann nutze ich skeletalen Support. Das Einzige, was ich machen muss, ich gehe in einen kleinen Stretch von Hamstrings und Glutes und bam, jagt die Kettlebell wieder nach vorne. Ich brauche aber keine muskuläre Anstrengung, keinen muskulären Support von meinen Armen oder meinen Schultern, nur von der Hüfte. Und das ist dann eben die Backswing Phase. Okay, und bevor wir jetzt Kettlebell Sweetgate Nummer 3 anschauen, switchen wir nochmals zurück und gehen hier wieder in Kamera Nummer 2. Okay, ihr solltet die Cam wieder gleich sehen. Also, jetzt möchten wir das mal anschauen. Du kannst natürlich auch jetzt nochmal ein bisschen Platz schaffen und deine Kettlebell nach vorne nehmen. Jetzt möchten wir das mal ganz kurz mit dem sogenannten, mit Trockenübungen anschauen. Diese 5 Phasen kannst du gleich mitmachen. Wir stehen schulterbreit. Wir sind in der Hinge Ready Phase. Das ist auch ein Fehler, das die meisten Anfänger machen. Man macht das hier. Und dann musst du irgendwie die Kettlebell so blöd in Bewegung setzen. Und dann sagen wir, verschwendest du den ersten Rep. Das bedeutet, halber Meter Abstand zur Kettlebell. Ich bin in der Hinge. Wieso gehe ich in die Hinge? Weil wenn ich die Hüfte nach hinten presse, ich bin nicht im Buckel, ich presse die Hüfte nach hinten, habe ich Spannung in den Hams und in den Glutes. Das bedeutet, meine Hüfte ist geladen und ready for action. Okay? Jetzt ohne Kettlebell, Hinge Ready Phase, Phase 0, Phase 1, bumm, Arm in die Hüfte, Backswing. Jetzt klebst du deinen Arm richtig an deinen Körper, der muss kleben. Zweite Phase, Hip Extension, folge mir langsam, wir richten den Körper auf und Achtung, der Arm geht nicht weg, der Arm bleibt. Das heißt, wir richten uns auf, Hip Extension, der Arm bleibt, Arm bleibt, Arm bleibt, Arm bleibt. Volle Kontraktion von Hams und Glutes, bam, jetzt geht der Arm weg. Das ist ganz wichtig, weil wenn du aus der Hip-Extension-Phase rauskommst und den Arm schon wegziehst, egal was hier passiert, du benötigst schon muskulären Support von deinem Arm. Das heißt, wir kleben hier, Hip-Extension, boom. Jetzt wir übergeben die Kettlebell, dabei achten wir darauf, dass die Finger nach unten schauen, dass das Handgelenk nach unten schaut, damit wir diesen Drehmoment im Handgelenk vermeiden. Kugel schaut nach unten, Händel schaut zu mir. Ich übergebe die Kettlebell im Fingergrip, ganz locker. Jetzt fällt die Kettlebell. Jetzt ist der wichtigste Punkt. Die Schwerkraft macht ja ihr Ding, gell? Die zieht alles nach unten. Sie fällt nach unten. Ich schiebe die Hüfte. Ich habe hier Spannung im Gesäß. Ich schiebe die Hüfte nach vorne, weil ich möchte so schnell wie möglich Kontakt herstellen. Jetzt, wenn ich das nicht mache, und im Gegensatz sogar mit dem Oberkörper nach vorne kommen. Und die Hüfte ist hier hinten. Und jetzt bin ich hier unten. Keine Verbindung, ganzer Druck im Rücken. Okay? Und das ist auch instinktiv, dass wir uns gewöhnt sind. Wir sind es uns gewöhnt, dass wenn wir etwas dass wenn wir Gewicht zwischen unsere Beine bringen, dass unsere Hüfte automatisch instinktiv nach hinten geht. Das ist ein Schutzmechanismus. Das möchten wir überschreiben. Das heißt, die Kettlebell fällt, Hüfte bleibt. Boom! Jetzt habe ich Kontakt. Jetzt lasse ich mich ziehen. Wie sieht das dann aus? Du siehst hier, ich bin komplett entspannt mit meinem Arm. Ich lasse mich richtig ziehen. Und du siehst auch, ich gehe gar nicht in die Knie. Ich lasse mich ziehen. Und wieso ich nicht in die Knie gehe, ist, weil ich möchte unbedingt darauf achten, dass die Hams und die Knie gestretched werden.
Siehst du, wie lange ich hier vorne bleibe? Ich warte. Boom. Dann gehe ich nach hinten. Jetzt schau dir mal an, wenn ich diesen Fehler mache und die Hüfte zu früh nach hinten schiebe. Siehst du das hier? Keine Verbindung. Wie soll das gehen? Es geht schon, ja? Aber irgendwann denkst du, oh Mann. Ah. Okay, ist ganz klar. Keine Verbindung bedeutet, Arm ist weg vom Körper. Zusätzliches Drehmoment, weil mein Arm ist mein Last, mein Hebelarm. Gewicht zielt nach unten. Ich bin hier in dieser Phase. Gewicht hier zielt zum Boden. Schwerkraft zieht alles senkrecht zum Boden. Der Rücken muss stabilisieren, weil sonst würde ich komplett reinfallen. Das heißt, nicht hier, nicht nach vorne fallen, sondern warten. Okay? That's the secret of the kettlebell swing. Switchen wir zurück, gehen wir zu Geheimnis Nummer 3. Ah, richtig Bock. Hey, wie geht's euch? Habt ihr auch noch Bock? Seid da auch noch dabei? Habt ihr Freude? Hey, bringt es euch etwas? Könnt ihr etwas daraus lernen? Cool. Peter, ich sehe das gleich. Das Bild ist sehr, sehr ruckelig und Bild und Ton passen auch nicht ganz zusammen. Ja, ich sehe es auch hier. Das ist ein bisschen ist komisch, weil wir haben hier eine Top-Verbindung. Aber da müssen wir nächstes Mal schauen. Ja. Könnt ihr trotzdem ein bisschen etwas mitnehmen? Tut mir sehr leid, wenn die Verbindung ein bisschen schwach ist. Dann müssen wir nächstes Mal ein bisschen schauen. Okay, cool. Also, okay, Peter hat recht, es ruckelt. Ja, ich muss da beim nächsten Mal ein bisschen schauen, dass wir das besser hinkriegen. Aber danke für die Information, okay? Jetzt switchen wir zurück. Das ist ja nicht so schlimm, ob es jetzt ruckelt oder nicht, weil wir sehen das hier, boom. Ja, seht ihr, deshalb macht man Webinars nur mit Slides, ja? Man macht Webinars nur mit Slides. Okay, also, möchte ich mal schauen, ob hier Audio noch hier ist. Okay, cool. Secret Nummer 3. Jetzt, was für eine Workout-Methode gibt es, okay? Wo ihr ganz einfach davon profitieren könnt, dass es ein ganz einfach fällt und ihr nicht viel machen müsst. Das ist Geheimnis Nummer 3, die einfachste Workout-Methode. Ganz wichtig, schreibt doch mal kurz in die Comments. Wenn ihr mich so jetzt hört, dann macht es keinen Unterschied, gell? Ob jetzt irgendwas ruckelt oder das Audio. Ihr hört es einfach, gell? Könnt ihr das mal noch kurz in die Comments schreiben, dass ich das weiß? Das wäre super. Okay, es gibt verschiedene Trainingsmethoden. Wir haben auf der einen Seite haben wir die MSAP-Methode, die Zirkelmethode. Das bedeutet as many sets as possible. Die ist cool und sehr komplex. Gibt es die Competition for Time-Methode. Auf die kommen wir gleich zu sprechen. Dann gibt es die Intervall-Methode. Und hier liegt das Geheimnis. Die Competition-Methode, die For-Time, also Auf-Zeit-Methode, ist etwas vom Besten, vom Einfachsten, was du machen kannst, damit du überhaupt dein Training durchziehen kannst. Weil wir erleben das oft, und das ist wirklich Erfahrung im Gruppentraining. Wenn man selber Reps zählen muss und du gehst besonders in diese höhere Kadenz, in, sagen wir mal, 100 Reps, 150 Reps, 200 Reps, okay? Dann wird es problematisch mit dem Zählen. Dann verzählt man sich teilweise sehr, sehr oft und verliert dann den Flow, verliert die Verbindung. Dann ist man komplett aus dem Game raus und man kann sich nicht mehr auf die Übung konzentrieren. Jetzt die Competition for Time Methode ermöglicht es dir, das komplett zu ignorieren, weil ganz einfach, du hast eine Übung. Siehst du das hier? Wir haben eine Übung, zum Beispiel Snatch. Du machst 10 Minuten pro Übung und vielleicht hast du einen Handwechsel nach 5 Minuten und that's it. That's it. Weil ich hatte letztens, hat mich jemand gebeten, ein Workout zu untersuchen und Feedback dazu zu geben. Und das Workout, das er hatte, war irgendwie 8 Übungen unterschiedlichen Wiederholungen. Und 2-3 Runden. Und das sieht so kompliziert aus, dass, jetzt stell dir mal vor, du hast einen Moment, wo du abends nach Hause kommst, nicht motiviert bist. Und jetzt möchtest du trainieren. Und du schaust dir deinen Workout an und es ist sowas kompliziert, dass du dein Gehirn einschalten musst. Und okay, was muss ich hier, welche Übung ist das? Oh, ist das die falsche? Ich muss kurz googeln. Oh, ist das die Übung? Weißt du mich so recht? Oh, sind das 8 Wiederholungen? Oh, jetzt habe ich 5 Wiederholungen gemacht. Wie viele Runden? Du trainierst nicht. Dann hast du keinen Bock. Es muss einfach sein. Und die For-Time-Methode ist easy. Du kommst nach Hause, harter Tag. 5 Minuten Swing. That's it. That's it.
Das ist auch oftmals der Mindset, dass man denkt, okay, ein Workout muss irgendwie eine Stunde gehen. Und die Kettlebell funktioniert ein bisschen anders. Du musst nicht eine komplette Stunde trainieren mit der Kettlebell. Das kannst du, aber dann machst du einen Marathon. Okay? Das bedeutet, du kannst auch ganz easy nur einen 10-Minuten-Workout machen. Nur 5 Minuten. Du hattest einen harten Tag, 5 Minuten Swing, that's it. Oder 10 Minuten Clean and Press mit einem Handwechsel und du hast dein Workout. Okay? Also, das ist eine der einfachsten Methoden. Die wenden wir sehr oft an und wir wenden sie auch bei unseren YouTube-Workouts an und besonders bei den persönlichen Workouts, wenn du heavy gehen möchtest, wenn du kräftiger wirst, wenn du deine Technik perfektionieren möchtest. Das ist eben auch sehr, sehr interessant. Also hier haben wir es nochmals aufgelistet. Du hast einfach die Zeit und du hast eine Übung und der zählt. Und einer der wichtigsten Gründe ist, du hast eine verbesserte Konzentration. Du konzentrierst dich besser auf die Übung, wenn du nicht viel überlegen musst. Deine Koordination wird besser, weil du dem sogenannten Law of Exercise folgst. Das Law of Exercise bedeutet, je öfter du eine Übung ausführst, desto besser brennt sich das in dein Cerebellum ein, also in dein Kleingehirn. Und das Kleingehirn hat den Job für die ganzen Automatismen, für die automatischen Bewegungen. Und Law of Exercise, das ist einfach so gut. Und hier ist eigentlich ein zweischneidiges Schwert, weil am Anfang benötigst du sehr viel Aufwand von deinem Kopf, um die Übung zu verinnerlichen. Gell? Dann läuft sie automatisch. Dann schaltet der andere Bereich des Gehirns quasi ab. Und hier kommt auch ein ganz wichtiger Aspekt zur Geltung. Wenn du die Übung falsch lernst, ist es schwieriger, sie umzulernen, weil sie bereits in deinem kleinen Gehirn angekommen ist. Deshalb empfehlen wir auch, die Technik so gut wie möglich zu lernen. Und deshalb haben wir auch diese Academy gestartet. Deshalb machen wir unsere Webinars. Deshalb machen wir das, was wir machen. Weil wir glauben, dass die Kettlebell ein unglaublich starkes Potenzial besitzt. Und der Grund, wieso man noch so selten kennt, ist, die gibt es erst seit 20 Jahren. Und jetzt seit dieser Krise von diesem Jahr hat sie natürlich sehr viel an Popularität gewonnen, was wir sehr cool finden. Und gleichzeitig möchtest du trotzdem darauf achten, dass du einfach die richtige Technik ausführst. Und das führt mich jetzt eigentlich direkt in unser Top-Angebot, das ich hier gerne unterbreiten möchte. Und dann kommen wir in die Q&A-Phase. Ich glaube, wir sind zeitlich super unterwegs, sind jetzt 36 Minuten dran. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmals von Herzen dafür bedanken, dass ihr uns eure Zeit schenkt. Das ist ein unglaublich wichtiges Gut, weil die Zeit bekommt ihr nicht zurück. Also, jetzt, wir haben ja in der Academy, konnten wir einiges aufziehen. Und wir haben richtig Freude daran, dass unsere Academy so ankommt. Jetzt, was ich hier anbiete, in diesem Live-Webinar, ist ein einmaliges Kursbundle. Und zwar, Kurs Nummer 1 siehst du hier, den Masterkurs. Was du im Masterkurs lernst, sind den Kettlebell Hand-to-Hand Swing, was wir vorhin angeschaut haben, den Clean and Press und den Snatch. Und wir haben unglaublich tiefe, wir haben eine sehr, sehr ausgiebige theoretische Grundlage. Wir schauen uns Drehmoment an, Hebelwirkung an, Grifftechnik an, Chalk-Anwendung an. Und Tom, wenn du noch dabei bist, schreib doch kurz in die Comments, weil du hast den Masterkurs gebucht. Wie gefällt er dir? Wie konntest du schon vorwärts kommen? Ist cool, dass du dabei bist, Tom, weil dann kannst du vielleicht kurz Feedback geben. Wir haben den Kurs sogar lektorieren lassen. Das ist echt Top-Material. Das ist mal das, was du bekommst. Und wir hatten Röne, einer unserer ersten Studenten, der den Kurs gebucht hat. Er hat den Kurs jetzt abgeschlossen und das dauerte jetzt 6 Monate. Also er hat sich richtig Zeit genommen, weil der Mastertest am Ende ist ein Monster. Aber der Mastertest wird dich herausfordern, dass deine Technik einfach so gut wie möglich klappen muss. Das ist mal das Erste, was du bekommst. Das kostet 499 Franken, Standalone. Dann hast du den zweiten Kurs, die sogenannten Grinding Lifts. Jetzt, wir teilen die Kettlebell in 2 Kategorien ein, die Übungen. Einmal die Ballistics, das sind eben Swing, Clean and Press und Snatch. Und einmal die Grinding Lifts, das Squat, Lunge, Deadlift, Strict Press, Row, Windmill und Turkish Get Up. Das lernst du alles im Grinding Lifts Modul, damit du diese Basics, die einfacheren Übungen, auch lernen kannst. Und dort haben wir auch theoretische Facetten der Grinding Lifts, die wir dort ganz spezifisch beleuchten. Was kostet 199 Franken? Du siehst hier, das ist unser Lehrplan. Du hast 9 Kapitel beim Masterkurs und du hast 8 Kapitel beim Grinding Lifts Kurs. Also es ist wirklich über 100 Lektionen Material. Was ganz cool ist, ist arbeiten mit sogenannten Formchecks.
Das bedeutet, wir kontrollieren deine Form. Wenn du die Technik, wenn du safe bist mit deiner Technik, dann lädst du ein Video hoch auf unsere E-Learning-Plattform und dann geben wir dir Feedback zu deiner Form. Und wir haben ein sogenanntes Drip Schedule. Das bedeutet, beim Masterkurs, wenn du den Swing noch nicht abgeschlossen hast, kannst du nicht zum Clean and Press. Wenn du den Clean and Press noch nicht abgeschlossen hast, kannst du nicht zum Snatch. Wieso machen wir das? Der Swing ist die Grundlage von Clean and Press und Snatch. Das heißt, wenn du Fehler im Swing hast, dann importierst du diese in den Clean and Press und importierst diese in den Snatch und wirst dann nie wirklich vorwärts kommen. Okay? Und du siehst hier das Beispiel eines Formchecks. Das ist René, einer unserer ersten Studenten. Und hier zeigt er mir seinen Swing. Und René, siehst du hier? Ihr folgt jetzt mein. Solltet ihr hören können, gell? Via Video. Ich kann dir schon. Das ist einfach dieses Video, das ich dir gerne zeigen möchte. Wenn wir hier, siehst du, wir arbeiten mit sogenannten Pfeilen und Kreisen und Ecken und so weiter und so fort, weil wir dir so Feedback geben können und sagen können, hier, schau mal bei René, siehst du, die Kettlebell hat noch zu viel Drehmoment. Und die Kettlebell sollte nach unten zielen. Sie zielt bei ihm nach hinten. Deshalb hat er noch Drehmoment. Und das ist die Idee vom Formcheck. Du bekommst dann von uns ein Video zugesendet, wo wir dir so Feedback geben. Also das erhältst du. Wir sind bereits bei 698 Franken und keine Angst. Das, was du hier erhältst, einmalig, ist ein Monsterangebot. Das kannst du gar nicht nein sagen. Das ist wie der Party. Dann Kurs Nummer 3. Du hast 14 Days of Kettlebells. Du kannst 14 Tage lang mit uns trainieren und da kostet ein Workout ein Kaffee, also ein Franken pro Workout und das sind 14 Franken. Dann hast du, und das ist exklusiv, das ganze CKT1 Seminar mit Steve, ist auf Englisch, aber es sind 3,5 Stunden, das ganze Video hast du dort drin. Das kostet circa 800 Franken. Das ist ein Monster. Ich habe wirklich mein ganzes Wissen, Gott sei Dank habe ich es gefilmt, weil ich habe von Steve diese ganzen Infos in die Academy gepackt. Und konnte durch dieses Video mit Steve einfach unglaublich viel lernen. Und schaut mal, wie schön Angie hier aussieht. Ja, sie macht das Bild richtig schön. Also du erhältst das und jetzt sind wir bereits. Wir haben Masterkurs, Grinding Lifts, 14 Days of Kettlebells, das Seminar mit Steve. Sind bei 1512 Franken wert. Gell? Jetzt ganz brandneu. Es ist so neu, dass hier sogar noch ein Fehler ist. Hier steht Release circa Mitte August. Der Release ist bereits passiert. Wir haben neu und Tom, gell, du hast jetzt auch Zugriff auf den Jerk. Hast du da mal schon reingeguckt? Cool, dass du dabei bist, das passt gerade so gut. Der Jerk ist eine essentielle Übung, die wir hier in diesem Kurs anschauen. Das haben wir jetzt kürzlich released. Und hier siehst du den Lehrplan. Das ist natürlich, weil es nur eine Übung ist, ist ein bisschen weniger Material. Wir schauen zum Beispiel die Rest Position an, die Atmung, die vier Phasen des Jerks, Ziel des Jerks, Jerks mit Doubles, die größten Anfängerfehler und dann hast du hier eben auch den Formcheck. Also du erhältst Masterclass Grinding des 14 Days Seminar mit Seed und The Jerk für 99 Franken wert und jetzt sind wir bei 1611. Es geht weiter, Freunde. Du erhältst von uns die ganzen Workouts. Alle Module beinhalten grundlegende Kettlebell Workouts mit Videoanleitung und Trainingsplan. Und wir haben schon mal Feedback bekommen auf YouTube, dass die Werbeunterbrechungen stören. Das verstehen wir natürlich. Wenn du die Live-Workouts mit uns auf YouTube machst, dann kann es sein, dass das stört. Das kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Und trotzdem, das ist unser Werbemittel auf YouTube. Damit verdienen wir Geld. Jetzt die Workouts im Kurs sind alle ohne Werbung und du kannst die Workouts downloaden. Das heißt, du kannst die auf dein Handy knallen und kannst sie überall hin mitnehmen. Und das hat einen Wert von circa 200 Franken. Dann haben wir die private Facebook-Gruppe. Da ist Tom ist dabei, Angie ist drin, ich bin drin, Rön ist natürlich auch drin, wir sind mittlerweile wir haben eigentlich fast 30 Studenten, aber es haben leider nicht alle die Einladung angenommen, aber die kannst du natürlich annehmen und dort tauschen wir uns natürlich aus und dort kannst du super, dort kannst du Fragen stellen, dort wird dir geholfen, nicht nur von uns Coaches, sondern auch von den Studenten. Dann bekommst du den Swing Guide. Das ist ein ganz cooles E-Book, wo du das, was wir vorhin, dieses Secret, das Kettlebell Secret, wo wir das angeschaut haben, das hast du dort drin als E-Book. Du kannst es aufmachen, eine Kundin von uns hat es ausgedruckt und bei ihr im Trainingszimmer hat sie es an die Wand gepflastert, richtig cool. Der hat einen Wert von 90 Franken, du erhältst unser Lebensstark-Buch und das möchte ich euch wirklich zeigen, gell? Das ist, that's some real stuff, das ist kein Joke. Das hier.
ich sehe wirklich, wie das Bild stockt und spinnt. Muss ich euch anschauen, sorry. Aber hier bekommst du zugesendet, zu dir nach Hause. Wenn du nicht gerade in Alaska wohnst, okay, dann switchen wir zurück. Und dann geht es noch weiter. Es ist 29 Franken hat das Buch wert. Und dann sind wir hier schon bei 17,58. Also Masterkurs, Grinding Lips, 14 Days, Seminar mit Steve, The Jerk, Kettlebell Workouts, Facebook-Gruppe, Swing Guide, Lebensstark Buch, bam. Es geht weiter, Freunde. Du hältst ein Shirt von uns. Und der Seminar-Access, das, wir planen wieder ein Seminar. Und wenn du den Weg auf dich nehmen möchtest, dann hast du, wenn du Student bist an der Lebensstark Academy, kostenlosen Zugriff. Du musst halt den Weg zu uns auf dich nehmen. Aber wenn wir ein Seminar anbieten, hast du kostenlosen Zugriff. Und wir bieten 3 bis 4 Seminare pro Jahr an bei uns im Studio. Dann hast du einen Rabatt, okay, von 99 Franken auf den nächsten Kurs bei der Academy. Und du hast noch unseren Abnehm-Guide. Du hast so viel Material, wir haben extra viel reingepackt. Du erhältst also Masterkurs, Grinding Lips, 14 Days Jerk, meine Güte, Seminar mit Steve, Kettlebell Workouts, Facebook-Gruppe, Swing Guide, Lebensstark Buch, das Shirt, den Seminar-Access, den Abnehm-Guide. Und Freunde, ich habe für dieses Wissen $4,000 bezahlt bei Steve. Ich habe ihn was hat er gekostet für das Seminar? 3.500. Dann haben wir, Flug hat er selbst übernommen, aber dann haben wir natürlich noch Kost und Logis hatten wir und das war $4,000. Jeden Cent war es wert. Und was auch diese Academy noch mitbringt, dieses ganze Wissen von den Workouts, von unserem Research, von Coaching-Erfahrungen, das erhältst du nicht für 2,745, Freunde. Nicht für 5,99, ganz wichtig, wenn du jetzt im Replay das anschaust, dann bist du bei 5,99, aber ihr Freunde, ihr seid bei 499 Franken, okay? Das ist über 80% Rabatt, Freunde, no joke. Und ich poste das jetzt hier in den Chat rein, weil dann könnt ihr gleich den Link anschauen, liebe Freunde. Das ist für euch, der Link folgt jetzt gleich. Achtung, ist jetzt im Chat drin. Boom, okay. Ist an alle Gesprächsteilnehmer, ist der Link jetzt drin, liebe Freunde. Es ist nicht nur der Link, weil das schauen wir jetzt gleich noch an, okay. Ihr habt auch die Möglichkeit, das Webinar in Raten zu bezahlen. Das ist auch die Möglichkeit, gell? Weil, darauf kommen wir jetzt gleich noch zu sprechen, die 499 Franken, wenn du jetzt sagst, das ist ein bisschen teuer, ist ein bisschen viel Geld, dann kannst du sagen, okay, easy, 3 Raten nach 199 Franken, die dir monatlich abgezogen werden. Gell? Also du hast immer noch über 80% Rabatt. Und das ist nur jetzt gültig. Im Webinar Replay sind wir bei 599, gell? 499 für die, die jetzt live dabei sind. Und stell dir mal noch diese Fragen, wenn du noch nicht so sicher bist. Wenn dieses Angebot, diese 500 Franken, deine Kettlebell-Technik auf ein besseres Level bringen, als es jetzt ist, wäre es dir das Angebot wert? Wenn diese 499, sind ca. 450 Euro, dir Klarheit verschaffen würden über die effizientesten Kettlebell-Styles, über den besten Stil, den russischen Gurdwoi-Stil, damit du unendliche Freude an deinem Training entdecken kannst, wäre es dir das Angebot wert? Und dann gehen wir weiter. Und das ist wirklich ein Fakt. Wenn es dir das erspart, dass du unzählige und verschiedene Versionen von YouTube und Instagram-Coaches hörst, die dich verwirren und du endlich den Durchblick hast, wäre es das wert? Wir sind auch auf YouTube, wir sind auch auf Instagram, wir möchten niemanden schlecht reden. Aber wie ich vorhin am Anfang gesagt habe, kritisches Denken ist wichtig, weil einfach, man sieht einfach auch. Es ist ein bisschen tricky in der heutigen Zeit, dass manchmal auch Sachen und Dinge erzählt werden oder Übungen gezeigt werden, die vielleicht auch problematisch sind. Und damit kannst du den Durchblick haben, weil nicht wegen mir, sondern wegen der IKFF und Steve Carter. Steve Carter und Pavel Zatsulin sind die Legenden, das sind die OGs, die Kettlebell in den Westen gebracht haben, Anfang 2000. Weil die Kettlebell gibt es seit dem 18. Jahrhundert in Russland. Aber Pavel und Steve haben die Kettlebell hier in den Westen importiert. Und dieses Wissen bekommst du hier. Und die letzte Frage, die du dir stellen kannst, ist, wenn du damit eine direkte Verbindung zu einem aufrichtigen Trainerteam und einer hilfreichen Community, du damit in Anspruch nehmen kannst, wäre es dir das Angebot wert? Das, wenn du alle Fragen mit Ja beantwortest, Freunde, dann müsst ihr fast buchen. Dann müsst ihr das buchen, weil dann seid ihr einfach safe. Ihr könnt jederzeit Fragen stellen in der Facebook-Community. Ihr könnt auch in der E-Learning-Plattform Fragen stellen.
jederzeit. Wir sind da für euch. Ihr seid dann bei uns drin. Und wenn du denkst, ich bin mir nicht sicher, okay, vielleicht merke ich dann, das ist gar nichts für mich, dann möchten wir dir gerne anbieten, in 14 Tagen bieten wir dir dein Geld zurück. Wenn du jetzt buchst und nach 2 Wochen merkst, das ist nichts für mich, erstatten wir dir das Geld zurück. Wichtig, du darfst aber nur ein Kapitel abgeschlossen haben und keine Formchecks eingereicht haben. Dann einfach mal zum Reinschnuppern in alle Kurse und du merkst, ah, das ist nichts, dann kannst du wieder raus. Weil wir hängen nicht von diesem Geld ab, Freunde. Unser Main Business ist das Personal Training. Dort ist das, was wir machen. Die Academy ist in der Krise entstanden. Und ob wir eigentlich jetzt damit Geld verdienen oder nicht, ist grundsätzlich egal. Wir können trotzdem alles bezahlen und kommen trotzdem super vorwärts. Das ist wirklich etwas, was wir euch einfach anbieten. Und wir glauben, dass der Kurs sogar mehr Wert hat, als er jetzt eigentlich drin hat. Okay? Master Course Grinding Lips, 14 Days The Jerk, Seminar mit Steve, Kettlebell Workouts mit Facebook-Gruppe, Swing Guide, Lebensstarkbuch, das Shirt, Seminar Access, Abnehm Guide. Wissen Sie mehr von $4,000? Das ist nicht bezahlbar. Mein Investment an Workouts, Research, Coaching-Erfahrung ist auch nicht bezahlbar. That's what's up. Okay? Also jetzt buchen, wenn du ready bist. Und jetzt gehen wir noch in die, schauen wir hier, nochmals zum Schauen, diese 3 Raten, falls du das möchtest. That's what's up. Und hier, wenn du das Webinar jetzt im Replay schaust, dann ist es für dich 599 Franken. Gell? Tut mir leid, das ist halt für die, die live dabei sind. Die haben noch 100 Franken zusätzlich Rabatt. Okay? Jetzt buchen wir Button. Das ist, wenn ihr Webinar Replay oder On-Demand seid. Jetzt haben wir hier noch ein paar Fragen, aber jetzt schauen wir jetzt erst eure Fragen an, Freunde. Also schauen wir mal hier. Ich springe jetzt mal zurück in den Chat. Sonja, dir ist es wert. Das ist sehr, sehr schön zu hören, Sonja. Das freut mich wirklich. Und wirklich, wenn es euch wert ist und ihr die Möglichkeit seht, dass ihr damit eure Technik auf das nächste Level bringen könnt, dann möchten wir euch gerne dabei unterstützen. Okay, jetzt haben wir hier Frage und Antwort. Ich springe hier gleich zurück aus der Keynote raus. Bin jetzt hier wieder im Zoom. Gut, also jetzt schauen wir mal. Petro, ist es sehr schlimm, wenn man Backspring die Bell leicht flippt? Kann mir gar nicht vorstellen, dass sie nie flippt. Schlimm ist es nicht, wenn du vielleicht mit 12 oder 16 Kilo arbeitest. Je schwerer die Kettlebell wird, desto unangenehmer wird es, wenn die Kettlebell jedes Mal flippt im Unterarm. Und das ist ein kleines Problem natürlich. Gell? Also es ist möglich, dass die Kettlebell nicht mehr flippt. Das ist einfach eine Frage der Technik. Sonja, du fragst, ob das Ganze online ist. Ja, das ganze Kurswesen ist online. Das bedeutet, ihr habt auch uneingeschränkten Zugriff. Keine Zeitlimitierung, das schauen wir gleich auch in den FAQs. Und du fragst noch, ob man zertifiziert ist. Zertifiziert ist man nicht. Okay? Also das ist kein Trainerkurs. Ihr habt einfach das Wissen für euch. Zertifizierung ist es nicht. Sind wir uns aber im Überlegen. Ja? Ich würde ein Angebot von uns noch gerne buchen. Doch was brauche ich, Coach, im Bauchbereich? Sonja, das ist eine Frage, die ein bisschen tricky zu verstehen ist. Wenn es einfach die allgemeine Frage ist, wo du sagst, du möchtest einfach abnehmen und am Bauch ein bisschen Fett verlieren. Wir sagen immer, der Körper entscheidet selbst, wo er Fett abgibt. Und die beste Art und Weise ist einfach ein gutes, intensives Kettlebell-Training und natürlich eine ausgewogene Ernährung. Dann, Thomas, wo kann ich das Buch kaufen? Beim Snatch habe ich immer noch das Problem mit den offenen Handflächen. Wie kann ich die Grifftechnik verbessern? Was ist das hier, gell? Seht ihr das? Es ist halt ein bisschen das, dass die Handflächen aufgehen. Die Grifftechnik ist ganz wichtig, Tom. Wenn die Kettlebell von der Overhead Top Fixation nach unten kommt, der wichtigste Moment ist, dass sie von hier, vom Hook Grip, nicht über die Handfläche rutscht, sondern dass du springst. Also nicht rutschen, sondern springen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn du viel Chalk benutzt, Tom, kann es sein, dass deine Hände, dass es mühsamer wird für deine Hände. Chalk ist gut, weil es die Reibung intensiviert, dass die Kettlebell hier ruhig hält, aber es ist auch gleichzeitig noch ein stärkerer Druck für deine Handflächen. Und das haben wir tendenziell immer, liebe Freunde. Wenn ihr mit der Kettlebell trainiert, dann hat man das leider immer ein bisschen mit den Händen, aber ich kann euch beruhigen, wie heißt jetzt, habe ich den Namen vergessen? Vasiljev. Hey, ich habe seinen Vornamen vergessen, ich kann es nicht glauben. Vasiljev sagt auf jeden Fall, ist einer der besten Kettlebell-Athleten, die es gibt.
Und er sagt, dass wenn deine Technik besser wird, dann wird das nachlassen. Er hat ein Foto gepostet, Dennis Vasiljev, hat ein Foto gepostet, wo man sieht, ist auch in der Academy drin, wo er einen 32 Kilo Snatch für 10 Minuten lang gemacht hat und er hatte überhaupt keine aufgerissenen Handflächen. Sie waren ein bisschen rot, aber that's it. Also je besser die Technik, desto weniger werden die Handflächen aufgerissen. Und Tom, es ist einfach auch eine Frage der Übung und der Zeit. Es braucht sehr viel Geduld, um den russischen Style, den russischen Snatch zu lernen. Weil der Snatch ist der sogenannte Schwanensee vom Kettlebell-Training. Okay? Dann, Sonja, du kriegst alles für 499 Franken. Ganz genau. Wenn ihr jetzt auf den Link klickt, liebe Freunde, auf den Bit.ly Kettlebell Webinar. Ich schreibe ihn nochmals rein, damit ihr ihn alle habt. Boom. An alle Teilnehmer. Der ist jetzt nochmal raus. Checkt eure. Genau, ihr könnt einfach draufklicken, dann solltet ihr den Link gleich sehen. Das ist ein Monsterangebot, gell? Dieses Angebot hilft euch einfach, so mit der Kettlebell das nächste Level zu erreichen. Jetzt ist aber ganz, 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 ganz wichtig, gell? Und Tom, deine Adresse, schick mir sie gerne noch. Ich bin mir nicht sicher, ob wir deine komplette Adresse haben, weil beim Kurs reicht es schon, wenn die E-Mail drin ist. Bitte schick mir einfach noch deine Adresse auf info@lebestark.ch. Ich schreibe es gern kurz rein. Okay. Bitte hier noch kurz einfach E-Mail schreiben und wir schicken dir das Buch zu. Weil du hast den Masterkurs gebucht als einer der ersten und du bekommst das Buch kostenlos zugeschickt. Gell? Einfach noch die genaue Adresse und dann hast du das Buch. Geht aufs Haus, gell? Weil du einer der ersten bist und du einer der ersten Studenten bist, der uns dein Vertrauen geschenkt hat. Gell? Super. Ob wir einen Trainerkurs planen, da kann ich hier klicken, Video beantworten, bum, 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 bum. Ah, das ist richtig cool. Sorry, das sehe ich jetzt auch so zum ersten Mal. Haben wir auch beantwortet. Jetzt hier. Ja, wir planen vielleicht einen Trainerkurs, aber das nächste, was wahrscheinlich zuerst kommt, sind Doubles. Dass man Kettlebells, das Training besser in den Griff bekommt mit Doubles. Das ist der nächste Kurs, den wir planen. Aber ein Trainerkurs wird vielleicht irgendwann kommen. Wir glauben jedoch, dass es vielleicht noch ein bisschen zu früh ist, weil wir gerne noch den Respekt verdienen möchten. Wir möchten uns gerne noch die Sporen abverdienen. Wir sehen das Wachstum, wir sehen die Möglichkeiten, wir sehen auch, dass Lebestark langsam ein bisschen wächst in Bezug auf Training mit der Kettlebell. Ich glaube aber, dass es noch ein bisschen zu früh ist, um ein Zertifikat von Lebestark ausstellen zu lassen, weil wir einfach noch mehr Credits brauchen. Wir brauchen noch mehr Respekt von der Community. Der Name muss noch größer werden, dass wenn du dann das Trainerzertifikat hast, ist wie bei Strong First von Pavel Zatsulin. Der macht das seit 20 Jahren und macht mit Strong First, damals war es Dragon Door, die Zertifizierungen, wo man dann als Coach zertifiziert ist. Ist auch eine Legende in diesem Bereich. Steve mit der IKFF ganz genau gleich, ist auch eine Legende und du kannst dich bei ihm zertifizieren lassen. Also Freunde, wenn ihr euch zertifizieren lassen möchtet, ich empfehle euch die Kurse von der IKFF, ist aber leider nicht online. Wir planen aber definitiv etwas, okay? Und ich würde meinen, that wraps it up. Auch hier noch ganz kurz, ab wann hast du Zugriff auf die Kurse? Wenn wir noch ganz schnell hier, wir sind noch alle 10 dabei. Von Herzen Dankeschön, dass ihr uns echt so viel Aufmerksamkeit und eure Zeit. Das ist einfach cool. Okay, ihr seht es hier. Auch noch ganz wichtige Fragen. Ab wann hast du Zugriff? Also wenn du jetzt löst, den Link klickst und abgehst, hast du sofort Zugriff auf alles. Okay? Ganz wichtig, das ist dann das, was wir noch erwähnt haben. Beim Masterkurs erfolgt die Freischaltung der einzelnen Kapitel nach bestandenem Formcheck. Das ist eben dieses Grip Schedule. Und wir stellen damit sicher, dass deine Technik safe ist für die nächsten Übungen. Jetzt, wenn du Anfänger bist, lohnt sich das Bundle für dich auf jeden Fall. Wir haben alle Kurse für Anfänger geplant. Okay? Du musst kein Pro sein. Wenn du noch nie eine Kettlebell in den Händen hattest, der Kurs wird dir alles bieten, was du brauchst, um dein Level um deine Technik auf das nächste Level zu bringen. Wie lange dauern die Kurse? Das hängt wirklich von deinem Lerntempo ab. Also im Durchschnitt reichen unsere Studenten, ups, Fehler, schaut mal hier, Studenten, ups, alle Formchecks innerhalb von circa 3 Monaten ein. Also Röne hat jetzt den Masterkurs abgeschlossen und erhält auch noch ein Diplom von uns. Das ist cool, du erhältst ein Abschlusszertifikat. Keine Zertifizierung an sich, dass du ein Coach jetzt bist, aber du erhältst ein Abschlusszertifikat. Und er hat jetzt
im April angefangen und jetzt ist August und er konnte alles durchjagen jetzt beim Masterkurs. Beim Grinding Lift seid ihr viel schneller durch, weil die Übungen viel einfacher sind, gell? Jetzt mit welchem Kurs möchtest du starten? Und das hängt wirklich von dir ab. Wenn du mit den Ballistics gleich loslegen möchtest, mit dem Masterkurs, mit Swing Snatch, Clean and Press, let's go mit dem Masterkurs. Wenn du zuerst mal Turkish Get Up, Deadlift, Squat, Lunge, die ganzen Grinding Lifts kennenlernen möchtest, dann starte mit den Grinding Lifts. Wenn du den Jerk würde ich zwar sagen, da würde ich vielleicht zuerst den Masterkurs absolvieren, bevor du den Jerk anschaust. Obwohl wir den Jerk auch so geplant haben, dass du auch dort super informiert bist. Und that's what's up. Wie lange hast du Zugriff auf das Material? Lebenslang. Wieso sage ich das? Weil ich glaube, das war auch bei Steve so. Sein Material ist einfach etwas vom Besten. Und ich bin so froh, hatte ich es auf Video. Weil ich habe 8 Monate später das Video nochmal geschaut und konnte so viel daraus mitnehmen. Lebenslanger Zugriff. Wir glauben, dass der Lernprozess mit der Kettlebell eine lebenslange Angelegenheit ist. Die Q&A haben wir hinter uns. Das ist noch ganz kurz, wenn du eine Minute Zeit hast. Wir haben ein Video released auf unserem YouTube-Channel. Wir hatten, das hier ist Ronald. Ronald hat den Weg auf sich genommen von Berlin nach Romanshorn. Er war 31. Juli war er hier bei uns im Studio und wir möchten ihn einfach als Ehrengast erwähnen. Mir kann einfach niemand mehr sagen, dass wir zu weit weg wohnen, wenn jemand ins Flugzeug steigt, um einen Tag mit uns zu trainieren. Also Ronald hat sich dazu entschieden, er hat den ganzen Freitag mit uns trainiert, okay? Den Morgen und den Nachmittag. Und er kommt auch aus dem Kurswesen und wir haben wirklich alles ganz genau angeschaut mit ihm. Das war richtig, richtig cool. So, that's it, liebe Freunde. That's it. Wir haben es geschafft und wir beenden hier jetzt noch die... that's what's up, liebe Freunde. So, ich check immer noch nicht, weil ich alles für 499 Fragen. Soll ich das Angebot nehmen? Sonja, du bekommst alles das, was wir gesagt haben, alle Kurse, du bekommst Zugriff auf die Seminare, du bekommst Zugriff auf die ganzen Workouts, die im Angebot in der Academy drin sind, bekommst du alles. Aber kannst natürlich gerne noch Angie nachfragen, wenn du wirklich noch ein bisschen Support brauchst. Okay. Liebe Freunde, ich möchte mich von Herzen bedanken, dass ihr diese Aufmerksamkeit uns geschenkt habt. Ist richtig, richtig cool. Nochmals zum Abschluss. Den Link könnt ihr gerne buchen. Hier noch auch die Ratenzahlung, falls ihr sagt, ist noch ein bisschen zu viel. Auf alles auf einmal. That's it. So. Wie hat es euch gefallen, liebe Freunde? War es okay? Wir möchten nämlich immer besser werden in dem, was wir tun. Und ich möchte mich von Herzen bedanken. Horst, danke, gute Infos von Herzen gern, Horst. Und schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir planen diese Webinars einmal pro Monat und wir switchen immer mal wieder mit den Secrets. Gell? Also, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und schön, dass ihr dabei wart. Danke für dein tolles Feedback noch, Sonja. Bis dann. Peace out. Kurs jetzt buchen. Do it.